Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von StarCraft Remastered. So, man hört es an meiner Stimme, ich bin nach wie vor gesundheitlich leicht angeschlagen. Mal gucken, ob das auf mein Spielverhalten auch Auswirkungen hat. Aber was war beim letzten Mal? Wir haben beim letzten Mal die Terraner-Kampagne zu Ende gezockt. Die Protoss-Kampagne haben wir auch noch, also was bleibt übrig? Die Zerg-Kampagne. Damit fangen wir jetzt auch direkt an, Leute. Grüße, Cerebrat. Inzwischen dürfte dir klar sein, dass ich deine Verbindung zum Overmind und deinen abtrünnigen Brüdern durchtrennt habe. Nur, dass wir uns nicht missverstehen, das ist nichts Persönliches. Ich kann es nur nicht riskieren, dass du unter ihren Einfluss gerätst. Du gehörst jetzt mir. Diene mir bedingungslos und ich lasse dich leben. Meine Königin, vergib mir die Unterbrechung. Aber die erwarteten Besucher sind angekommen. Endlich! Die haben sich ganz schön Zeit gelassen. Tja, keiner von uns hatte es besonders eilig, hierher zu kommen, Sarah. Traust du meinen Motiven noch immer nicht, Jimmy? Nicht die Spur. Als ich auf Ayur zu euch beiden Kontakt aufgenommen habe, habe ich euch alles über den neuen Overmind und über das VED erzählt, das ihn kontrollieren will. Tja, das VED hat's geschafft. Es hat den Overmind gezähmt und kontrolliert jetzt die Mehrzahl der Zergboten in diesem Sektor. Das ist auch der Grund, warum ich euch um Hilfe gebeten habe. Ihr wollt, dass wir euch helfen, das VED zu besiegen, damit ihr allein über die Zerg herrschen könnt? Nein, Phoenix. Ich will sie besiegen. Punkt. Denn wenn wir das nicht tun, werden sie diesen Sektor in ihre Gewalt bringen und uns alle versklaven. Du weißt, dass ich recht habe, Jim. Du hast die Geschichte der Erde studiert und du kennst das Programm des VED. Die Kontrolle über die Zerg zu übernehmen, ist für sie nur der Anfang. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Meine Königin, vergib mir die erneute Unterbrechung, aber wir haben ein sehr ernstes Problem. Perfektes Timing. Gentlemen, wir werden diese Unterhaltung später weiterführen. Sprich weiter, Duran. Das Signal des Psydes-Ruptors hat uns hier auf Tarsonis erreicht und die Einheit deiner Bruten untereinander zerstört. Innerhalb der letzten paar Stunden haben sich deine Diener gegeneinander gewandt, ihre Schwarmcluster verlassen und laufen jetzt Amok. Auch das noch. Cerebrat, nimm die wenigen Zerg mit, die sich noch unter meiner Kontrolle befinden und tu, was du kannst, um die Schwarmcluster vor weiterem Schaden zu bewahren. Ich kann es mir nicht leisten, dass meine eigenen Untertanen sie zerstören. Tja, machen wir. Wir sind unter der Fuchtel von Kerrigan. Geil. Jo, legen wir los, Leute. Rette alle Schwärme vor der Vernichtung. Wieso nicht? Oh ne, nicht so eine Sache schon wieder. Oh, komm schon. Na komm schon. Vielleicht kann ich hier ein bisschen was bauen. Meine Königin, die Schwarmstrukturen reagieren nicht auf die Befehle des Zerebraten. Es gibt keine Möglichkeit, deinen Kriegern Verstärkung zu schicken. Zerebrat, yippie-yay. Dann musst du eben mit den Kriegern auskommen, die dir zur Verfügung stehen. Vernichte die abtrünnigen Zerg in meinem Namen. Tja, ich habe keine Mineralien. Läuft. Gut, dann müssen wir wohl rechts oben hin. Alles klar. Jetzt habe ich die beschissenen Larven hier drin. So. Nice. Jetzt kommt schon. Ich will euch in einem Team haben. Seid intim. Gut, zum nächsten, oder?
Die wollen nicht. Die hauen ab, die Säcke. Gut. Soweit, so gut, würde ich sagen. Ach, ich krieg Terrors. Na, mal schauen. So. Ach, kommt schon. Okay. Es ist nur noch die Frage, wie komme ich da hin? Das ist jetzt das große Rätsel. Wie komme ich da hin? Gut, die Terrors waren ganz praktisch. Gut. Das hat soweit geklappt. Dann hierher. Also bisher eigentlich noch ganz okay. Bin gespannt, was wir jetzt hier wieder kriegen für Einheiten. Uha! Ja. Läuft. Oha! Okay, hätte besser laufen können. Aber halb so wild. So. Scheiß Zerklinge. Gut. Was soll ich jetzt mit den... mit... Oha. Oha. Oha, das gefällt mir überhaupt nicht. Schauen wir mal. Und ihr kommt mit. Komm schon, komm schon. Eine hat noch einen Blutweg. Ja. Alles klar. Ihr kommt schon mit. Und... komm schon, das kriegen wir hin. Oh Mann. Oha. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Ich muss... Nydus-Kanäle. So. Blutbad und dunkler Schwarm. Okay. Oh, das könnte echt knackig werden. Oh, das wird knackig, Leute. Das wird echt knackig.
glaube, ich habe echt nur noch eine Einheit. Kann das sein? So. Und fressen. So. Und hier muss ein Blutbad drauf. Ey, was soll ich denn da machen? Ne, ernsthaft? Fuck, Leute. Fuck. Gut, das mache ich offscreen bis dahin. Wir sehen uns gleich. So, Leute, wir sind wieder an der Stelle. Ich habe das jetzt soweit vorbereitet. Das sollte jetzt machbar sein. Hoffe ich doch. Ja. War eigentlich nicht so schwer. Ich glaube, ich hatte vorher ein paar Einheiten hier in der Mitte übersehen. Ich glaube, da waren noch ein paar Hydras, die ich vorher übersehen habe. Aber okay. An und für sich nicht schwer. Man sieht es 5 Minuten 34. Wie gesagt, ich bin krank. Schieben wir es darauf. Der Psi-Disruptor bereitet mir ernsthafte Probleme. Die Kontrolle über meine Streitkräfte hier habe ich zwar zurückerlangt, aber es kostet mich mehr und mehr Konzentration, ihnen meinen Willen aufzuzwingen. Mir bricht das Herz, Kerrigan. Warum hast du eigentlich Phoenix und mich gebeten, Mengsk zu dir zu bringen? Befürchtest du immer noch, dass ich ihn umbringen will, weil er mich den Zerg überlassen hat? Wir können es uns nicht leisten, dass unsere kleinlichen Hassgefühle unsere Pläne für das VED gefährden. Sehr beruhigend ist das aber nicht. Arcturus, ich hoffe, die Kälteschlafkammer war bequem genug für deinen Geschmack. Was soll das Ganze, Kerrigan? Immer direkt zur Sache, was? Ich hätte gerne erst noch ein bisschen geplaudert. Es ist so lange her, dass... Nicht lange genug. Warum hat man mich hierher gebracht? Ich brauche deine Psi-Emitter, Arcturus. Warum? Erinnerst du dich an den Psi-Disruptor der Konföderation, den du nicht finden konntest? Tja, das VED hat ihn gefunden. Und er hindert mich daran, meine Diener zu kontrollieren. Mithilfe deiner Psi-Emitter kann ich genügend Zerg zusammenziehen, um den Disruptor zu vernichten und dem VED entgegenzutreten. Und was habe ich davon? Ha! Einmal Politiker, immer Politiker. Na gut, Imperator. Wenn du mir hilfst, den Disruptor zu vernichten, helfe ich dir, Korhal aus den Klauen des VED zu befreien. Ein verführerisches Angebot. Aber welche Sicherheiten habe ich, dass du deinen Teil der Abmachung einhältst? Das Einzige, was ich dir versprechen kann, Arcturus, ist, dass du ohne meine Hilfe für den Rest deines Lebens Imperator über deine eigenen 9 Quadratmeter Zelle sein wirst. Oh, deine Überredungskünste sind großartig, wie eh und je. Also gut, Kerrigan, ich leihe dir einige Emitter, aber wehe, wenn das die Sache nicht wert war. Man hätte den Imperator über seine 9 Quadratmeter Zelle lassen sollen. Gut, zerstöre den Psi-Disruptor. Also dann, Jungs und Mädels, hört mal zu. Unsere Aufgabe besteht darin, den primären Generator des Psi-Disruptors zu finden und auszuschalten. Sobald wir das geschafft haben, geben wir die an Mengsk und Kerrigan ab. Also, dann mal los. Ach nein, nicht so eine Aktion schon wieder. Ich hätte mal gerne mal eine Base, also. Okay. In Transit, HQ. Kerrigan, der Generator ist ausgeschaltet. Du kannst den Psi-Emitter jederzeit runterschicken. Gute Arbeit, Jim. Ah. Der Psi-Emitter wird von einem meiner WBFs gebracht. Solange der Disruptor keine Energie bekommt, sollte der Emitter die Aufmerksamkeit jedes abtrünnigen Zerg in der Nähe erregen. Das WBF kann die Zerg dann zu deiner Basis zurücklocken. Sobald die Zerg dann hier sind, kannst du wieder direkte Kontrolle über sie erlangen. Yay! All mir zum Dienst! Schieße
So, da hinten waren noch ein paar Zerklinge. Mit diesen Zerren kann ich einen neuen Schwarmcluster errichten. Und sobald meine Kräfte stark genug sind, werde ich den Psi-Disruptor direkt angreifen. So. Ich darf ja doch eine Base bauen. Ich hätte gerne einen Eisbär. Der Eisbär, der wäre super. Den hätte ich gern. Aber den kriege ich wohl nicht. Sind wir noch irgendwo Zerg? Nee, nur noch weitere Eisbären. Okay, Eisbären kann ich nicht kontrollieren. Ganz offensichtlich. Du darfst schon mal sammeln anfangen. Wow, haben wir eine Verteidigung, Leute. Ah! Moment. Schweinchen, komm runter. Ihr sind Welte, denen ich meinen Willen aufdrücken kann. Sehr schön. Ausgezeichnete Arbeit. Diese Zerg sind jetzt zwar unter meiner Kontrolle, ich spüre aber, dass da draußen noch mehr Zerg sind. Wir müssen so viele wie möglich hierher locken. Das ist jetzt suboptimal, dass sie sich jetzt hier rumspacken. Na gut, wir haben jetzt ein bisschen was. Ich will eine Base haben. So einfach ist das. Dann schauen wir uns hier mal um. Und dieser Eisbär, der muss weg. Wenn ich ihn nicht haben kann, dann muss er weg. Hier hinten. Okay, da hinten ist ein Bunker. Okay. Ich brauche auf jeden Fall einen Overlord. Ach komm, schon scheiß drauf. Gehen wir auf den Bunker los. Und hier sind noch ein paar Zerklinge. Nice. Ey. Hier war doch gerade ein Terraner, ja. So, WBF, komm mal her. Komm mal her. Mein Freund. Naja, damit annektieren wir jetzt auf jeden Fall ein paar. Ist ja schon mal was. Machen wir direkt nochmal einen Overlord. Und weitere Zerg. Die Frage ist, ob ich mich jetzt wirklich darauf konzentrieren soll, hier Einheiten zu ergaunern, oder ob es nicht sinniger ist, selber welche zu bauen. Okay, Sunny haben wir platt gemacht. Oh, 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 Feuerfresser. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. So. Machen wir schon mal zwei Overlords. Mineralien müssen halt viel, viel, viel schneller rein. Aber gegen die Feuerfresse brauche ich jetzt nicht mit einer Handvoll Zerklinge. Das bringt nichts. Da verheizt sich nur unnötig. Da baue ich mir lieber meinen eigenen Shit auf. Mit Blackjack und Mutten. So. Komm, einen Turm können wir hier stellen. Und auf jeden Fall noch eine Drohne. Oh, wie ich das hasse, wenn es wegen einem Ding nicht reicht. Okay, zum Bau können wir schon mal. Das ist gut zu wissen. Und Hydras kann ich theoretisch auch sehr gut zu wissen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Sand. Das reicht hinten und vorne nicht. Und gegen so Feuerfresser wäre halt echt die Frage, ob ich dann nicht mit Mutas draufgehen soll. Wäre vielleicht echt eine Idee. Aber, Man weiß es nicht, genau. So, wie gesagt, erstmal gehen wir jetzt ein bisschen auf Sammeln, weil das geht mir hier gerade alles zu zäh vonstatten. Ein bisschen was im Defense haben wir ja auch schon. Nicht viel, aber ein bisschen was. Einen kleinen Turm und ja, einen guten Schwung Einheiten. Nicht starkes, aber hey, besser als nichts.
So, meine Freunde, aber damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schöpft fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.